Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mr. Damon. CSGO Live, die wohl geilste Gamble-Seite, die das Internet im Third-Time-Party-Mode hier für CSGO-Skins je herausgebracht hat. Ihr könnt hier gamblen, was das Zeug hält. Nein. Einfach ein neuer Scam. Und ja, ich habe die YouTube-Videos geschaut und habe mir gedacht, komm, du lädst jetzt einfach mal $17 hoch und schaust einfach, wie weit du damit kommen kannst. Ich wollte sowieso irgendwie so ein Billo-Knife haben. Und ich habe mir gedacht, bevor ich mir das irgendwo auf einer Seite kaufe oder ja im Steam-Market, versuche ich es einfach erstmal hier. $17 sind jetzt auch nicht die Welt. Und ja, wollte eigentlich euch ein Video präsentieren, um zu schauen, was passiert, wenn man zuerst Geld hochlädt und wie so die Gewinnmöglichkeiten aussehen. Naja, ich zeige euch jetzt erstmal das Video, was ich euch eigentlich zeigen wollte, allerdings ohne Ton und in 16-facher Beschleunigung, damit ihr sehen könnt, welchen ja, Case-Opening-Prozess ich da durchgemacht habe und dann hören wir uns gleich wieder. Und zwar ging es darum, ich wollte ein CSGO Live Video machen, in dem ich schaue, was wir mit $17 erreichen können. Das Ganze hat sich jetzt in eine komplett andere Richtung entwickelt. Ich habe gespielt, gedacht, ich habe viel verloren. Es waren aber noch viele Items im Deposit. Und ich dachte mir, okay, komm, bevor du jetzt hier so viel krass verlierst, versuchst du die einfach mal rauszuholen. Dann... Das kann ich euch gerne zeigen. Ich habe hier gerade ein Ticket auf. Und zwar geht es hier um den Withdraw. Also, ich habe geschrieben, ich habe versucht, die Items zu traden. Das Problem ist, dass sie temporär nicht tradebar sind. Also, ich kann sie nur verkaufen und weiter gamblen. So. Dann bin ich auf Trustpilot gegangen. CSGO Live. 71% sagen super. 24% sagen toll. Und es gibt auch noch ein paar schlechte. Und die sagen genau das oder beschreiben genau das Problem, was ich hier gerade auch habe. Und zwar... CSGO Live is an absolute scam. CSGO Live is an absolute scam. You can't withdraw any skin that you deposit. 100% scam. Don't deposit or you won't be able to withdraw. Because when I went to open case, it clearly said CSGO skins
cannot be withdrawn. You can only play with them on the side. So, und ja, da gibt's so ein paar von denen. Wir warten jetzt einfach mal, bis das Ticket beantwortet ist und dann, ja, melde ich mich gleich zurück. Ja, das Ticket wurde leider ignoriert. Und ich habe jetzt gelesen, man sollte sich einen G2A-Account machen. Warum das Ganze, weiß ich auch nicht. Ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz, was passiert, wenn wir. Es gibt also einen Unterschied zwischen Opekins Express Trade und dem Withdraw. So, das Withdraw funktioniert einfach überhaupt nicht. So, die 2 Dollar, 2 Cent sind einfach für den Arsch, glaube ich. Die 42 Cent, achtet bitte jetzt auf hier unten links, da erscheint gleich wahrscheinlich die Fehlermeldung. Withdraw selected. No item selected, sorry. So, jetzt kommt hier so eine coole Animation. A few moments later. You have no pending trades. Eben stand da, dass der Trade fehlgelaufen ist und ein Refund stattfinden wird. Finalized Trades, ja. Das war hier das, ne? Withdraw failed, refunded. Und that's it. Die Kneft ist immer noch am Start. Hier müssen wir jetzt 60 Sekunden warten, dann kann ich euch die Fehlermeldung auch zeigen. Und also es waren 17 Dollar. Das hat mir auch mega Spaß gemacht irgendwie und es sind jetzt auch wie 5 Dollar noch da und. Aber ganz ehrlich, ich will hier keinen persönlich angreifen, aber alle YouTuber, die diese Seite beworben haben, supportet haben und hier Videos gemacht haben, wie krank man hier Profit machen kann und wie geil man gewinnen kann, wenn du dir die ganze Scheiße nicht rübertraden kannst, also what the fuck, also dann wofür zockst du dann hier und das, also ja, du hast einfach 17 Dollar irgendwo hingeballert, dann sind noch 30 Cent irgendwie Gebühren angefallen und du kannst diese ganze Scheiße einfach vergessen, weil es einfach der brutalste Scam der Welt ist. Diese CSGO Live-Seite, ich habe mich jetzt in mehreren Foren habe ich durchgelesen. Ich habe das Video jetzt noch nicht fertig geschnitten, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich jetzt das Gambling präsentieren soll. Ich kann es wahrscheinlich einfach nur irgendwie in Bruchteilen euch zeigen. Weil, ja, ich habe es auch so leicht verherrlicht irgendwie, weil ich gedacht habe, jo geil, da kommt ein bisschen Profit zustande. Aber es ist einfach kompletter Bullshit, weil du die Items, die du savest, niemals im Leben traden kannst. Das funktioniert einfach nicht. Ich zeige euch jetzt mal, was hier passiert, wenn du die USP versuchst zu traden. Das ist der Steam Withdraw. Your item withdraw is temporary not tradable. Ja, das ist es. Also, Freunde, das. Als ehrliche Meinung von mir, lasst die Finger vor diesen Seiten. Lasst euch von diesen YouTubern überhaupt nicht beeinflussen. Es funktioniert einfach nicht. Diese Drittanbieterseiten sind einfach schon immer der Bullshit gewesen und werden es auch immer sein. Ich zeige euch jetzt hier einmal, how can I be sponsored by CSGO Live? You're a YouTuber with at least 20.000 Subscribers or 10.000 Views per Video. Please email Partnership. So, sie werden dir dann sagen, okay, cool. Du kriegst von uns ein bisschen Support, kriegst von uns virtuelles Geld zum Verspielen, machst darüber ein Video und wir geben dir irgendwas dafür. Und so werden diese Videos entstanden sein. Die Leute zocken mit irgendwelchem Geld, was gar nicht ihnen gehört. Und das Geld ist einfach nur virtuell und diese Spins, die sie da drehen, die sagen einfach überhaupt nichts aus, weil die Gewinne, die sie dort erwirtschaften, sage ich jetzt mal, gar keinen Anspruch haben, also sie haben keinen Anspruch auf diese Dinger, so werden diese Verträge wohl aussehen. Das heißt, alle Geschichten, die du auf diesem Account mit diesem virtuellen Geld gewinnst, gehören weiterhin CSGO Live. Und es wird wahrscheinlich einfach irgendwie eine Aufwandsentschädigung für die Arbeit und für das Video geben. Und so kommen so Trottel wie ich dann und denken sich, oh geil, ich habe keine Lust, mir für 50 Euro im Steam-Inventar ein Knife zu kaufen. Gehen auf diese CSGO Live-Seite, hämmern da irgendwie 20 oder 15 Dollar drauf. Manche sind vielleicht auch einfach krank und machen es direkt mit 50 Dollar und die Kohle ist weg. So, das ist jetzt im Endeffekt mein Resümee aus der ganzen Geschichte. Lasst bitte einfach die Finger davon, das ist einfach absoluter Scheiß. Und ja, schade, dass es jetzt so
geendet ist, aber das Ticket wurde ignoriert. Ich kann weder die OP-Skin-Trade-Geschichte machen, noch den Steam-Withdraw. Und ja. Das war's von mir. CSGO Live ist auf jeden Fall der dickste Bullshit hier auf den Third-Party-Seiten. Und die 17 Dollar sollen es mir eine Lehre gewesen sein. Bis dahin, euer Mr. Damon. Und ach so, ja, genau. Vielleicht schreibt ihr einfach in die Kommentare, ob ihr auch schon Erfahrungen damit gemacht habt. Und ich würde mich wirklich freuen, also generell auch freuen, wenn ihr meine Videos teilt. Aber dieses ganz besonders, damit alle Leute sehen einfach, dass ja, man die Finger von solchem Scam-Scheiß lassen sollte. Bis dahin, euer Mr. Damon. Würde mich über ein Like freuen. Bis dahin, ciao, ciao.